Und Glück auf! Heute soll es um die Installation von solchen F-Schraubsteckern gehen, die typischerweise an solchen Leitungen für den Fernsehempfang montiert werden. Ja, diese Leitungen werden verwendet für den Satellitenempfang und auch für den Kabelempfang von Digitalfernsehen. Und es gibt da verschiedene Steckertypen, die zum Einsatz kommen. Bei uns im Antennenbau haben wir zunächst immer diese Crimpstecker hier verwendet, die mit einer Zange gepresst werden. Und später kommen dann zum Einsatz solche Compression-Stecker. Das heißt, die Leitung wird vorkonfektioniert, fektioniert und hier reingesteckt und dann werden diese Stecker einfach zusammengedrückt. Und im Haushalt am üblichsten sind diese Schraubstecker. Die werden allerdings nicht immer wirklich richtig montiert. Es gibt da im Prinzip zwei funktionierende Varianten, wobei ich eine als günstiger empfinde. Das ist auch die Variante, die mir mein Antennenbaumeister damals beigebracht hat. Solche Stecker gibt es natürlich für verschiedene Leitungsdurchmesser. Die können etwas straffer drüber gehen, das wäre gut. Und die können natürlich auch, weil die Leitungen leicht variieren in ihrem Durchmesser, zu leicht drüber gehen. Dann würden die entsprechend nicht halten, würden sich vielleicht während dem Empfang, wenn man mal das Möbel rückt, irgendwie abziehen und dann hat man eine Störung drauf. Genau, sollte man also darauf achten, dass die Stecker sich wirklich mit einigermaßen viel Druck hier drauf drehen lassen. Die üblichste Variante ist, dass entweder mit einem sogenannten Yukari oder mit so einem Abmantler, der hier zwei Messer drin hat, das Kabel abgesetzt wird. So ein Abmantler hat allerdings nicht jeder zu Hause, deswegen gebe ich euch mal die Maße durch, auf die dieser Abmantler hier absetzt. Und zwar sind das hier vorne das Dielektrikum, das heißt dieses Weiße, was hier abgegangen ist, das ist hier jetzt 1 Zentimeter. Und hier hinten, da wo bloß der Mantel, also dieses äußere Weiße abgesetzt ist, das sind entsprechend etwa 7 mm. Gut. Man muss hier immer aufpassen, dass keine dieser Litzen, die hier unter dieser Aluminiumfolie verbogen sind, sich um den Leiter wickelt bzw. mit diesem Kontakt hat. Ansonsten wäre der Empfang stark verschlechtert bzw. gestört. Ja, wenn ich das so abgesetzt habe, suche ich mir eigentlich nur noch den Anfang der Aluminiumfolie. Versuche die hier bündig abzuziehen. Dann biege ich alle Litzen nach hinten, lasse aber die innerste Aluminiumfolie an dem Dielektrikum, also das innere Weiße, dran. Versuchen wirklich alle Litzen mitzunehmen. Nochmal kontrollieren, dass hier innen nichts Kontakt hat und dann wird der Stecker draufgeschraubt. Wie weit wird er draufgeschraubt? Im Prinzip so, dass diese innerste kleine Metalloberfläche hier bündig dann mit diesem Dielektrikum ist. Ich mache das mal fertig. So hier. Ja, also einmal bündige Oberfläche und dann schneidet man diesen Innenleiter bitte noch ab. Das heißt, hier hat man etwa 1 bis 2 mm über dieser Kante vom Stecker stehen. Ja, länger nicht, ansonsten kann es in den Geräten zum Teil zu Problemen kommen. Genau. Das wäre die erste Variante, die am häufigsten umgesetzt wird. Dabei kann es aber passieren, je nachdem, wie gut Stecker zum Kabel passt, dass diese Litzen hier von dem Gewinde mit abgeschnitten werden. Ja, also wenn die sehr, sehr straff drauf gehen, kann es passieren, dass ich mir wirklich, man sieht die hier auch zum Teil jetzt rumliegen, dass ich zum Teil mir diese Schirmung wieder mit wegschneide und weniger Schirmung bedeutet eigentlich immer ja, schlechteres Signal. Das muss sich nicht unbedingt wirklich stark auswirken, kann aber. Es gibt noch eine zweite Variante, die ich im Prinzip von meinem Antennenbaumeister gezeigt bekommen habe und die möchte ich jetzt hier heute nochmal zeigen. Im Prinzip setze ich etwa 4 cm. Ich habe das zwar im Gefühl, und es kommt auch nicht auf den Millimeter an, setze ich den Außenmantel ab. Ja, das sind also diese 4 cm, nur den Außenmantel. Das wird nicht gern gesehen, was ich jetzt hier mache. Gibt es zwar auch noch diese Yukaris, aber da habe ich jetzt gerade kein passendes für diesen Kabel hier da. Das heißt, mit Gefühl, mit einem scharfen Messer hier rein. Und man sollte eben gerade so tief reinschneiden,
dass ich nicht mit in die Aluminiumfolie reinschneide. So. Das heißt, Aluminiumfolie ist noch heile. Vielleicht hier und da ein kleines bisschen angeritzt, hat man jetzt gesehen. Ich kann sie hier abreißen. Und zack, habe ich die in der Hand. So, was ich jetzt nur mache, ich nehme mir dieses Metallgeflecht, diese Schirmung, und drehe die im Uhrzeigersinn immer wieder und schiebe sie dabei leicht ran und immer weiter ran bis an die Kante, wo hier der Mantel anfängt. So, dass sie richtig schön dicht ist. Das versuche ich alles so auf etwa 5 mm Breite zu drücken. Und Leute, das ist auch kein Pfusch. Ja, das könnt ihr zwar gerne in die Kommentare schreiben, aber wir haben wirklich Breitbandkabelanlagen betreut und ausgebaut. Das funktioniert über, ja, eigentlich immer. Ja, wir hatten da keinerlei Ausfälle mit. Hingegen die andere Variante, wenn da der Stecker nicht richtig gepasst hat, entweder war zu lasch drauf, ließ sich abziehen, hat eine Störung gebracht. Das war einer der häufigsten Gründe, warum wir raus sind zum Kunden. Fernsehempfang gestört, dass irgendwie die Empfangsleitungen nicht in Ordnung waren. So, das ist jetzt auf etwa 5 mm zusammengedrückt. Ja. Und jetzt schneide ich hier etwa 1 mm bis vielleicht maximal 2 mm davor, schneide ich hier ins Dielektrikum rein. Das ist dieses innere weiße, dieser innere weiße Kern. Allerdings ohne den Innenleiter kaputt zu machen. So, ich schneide nicht bis ganz durch und dann fange ich an, das hier mir abzudrehen. Also wenn ich das um den Innenleiter drehen kann, dann ist es gut und dann kann ich das auch mit etwas Kraft abziehen. So sieht's aus. Es sollte keine dieser Litzen hier den Innenleiter berühren. Ja, und jetzt mache ich nichts anderes, als den Stecker bis auf Anschlag, also wieder bis er dort bündig ist, draufzuschrauben. Und damit drückt er eben auf diesen kleinen Metallgeflechtbatzen, den ich da geformt habe. Ja, und jetzt schneide ich genauso wieder den Innenleiter auf 2 mm ab. Genau. Und fertig. Hält bombenfest, hat wirklich einen guten Schirmungskontakt. Ja, gibt es meiner Meinung nach nichts zu meckern. Am Ende muss jeder machen, wie er denkt. Aber ich wollte euch diese zweite Variante mal zeigen. Übrigens, ich zeige euch gleich nochmal, dass man so auch die Antennendosen mit idealem Schirmungskontakt montieren kann. Ich muss bloß schnell noch eine heraussuchen. Deswegen gibt es hier einen Cut. So, Dose gefunden. Wir haben hier eine Dose für den SAT-Empfang. Ihr bereitet die euch entsprechend erstmal vor, indem ihr hier diese Klappe öffnet. Die könnt ihr dann herumklappen. Dann wird diese Schraube für den Innenleiter gerade so weit rausgeschraubt, dass er noch drin bleibt, also so, dass er nicht rausfällt. Ja, das ist die Vorbereitung. Dann haben wir hier verschiedene Bereiche. Wenn wir uns mal die Leitung hier daneben halten. In diesem Bereich, wo diese oberste Schraube ist, wird im Prinzip nur der Innenleiter geklemmt. In diesem Bereich, wo hier dieses Schraffierte ist, ich hoffe, man kann das jetzt im Video auch sehen, da wird das Dielektrikum geklemmt, ja, die Schirmung geklemmt. Jetzt habe ich es wieder. Gut, Wortfindungsstörung. Das heißt, wir haben hier auch wieder verschiedene Bereiche, wo wir absetzen müssen. Ich mache das folgendermaßen. Ich setze mir auch erstmal wieder so einen 4 cm Bereich ab. Pi mal Daumen. Wieder mäßig einschneiden. Zack. Aluminiumfolie ab, die braucht ihr jetzt hier nicht mit einklemmen. Gut. Diesmal schiebe ich mir das Geflecht nicht nur bis an diese Kante hier, sondern ich schiebe mir das im Prinzip bis über diesen Bereich drüber. Das heißt, ich packe die hier oben an. Zack, bis drüber. Und hier kann ich die jetzt auch wieder schön sauber herumdrehen, ja, dass die eben entsprechend so aussieht. Gut. Diese Aluminiumfolie hier, die kannst du lassen. Ja, also die kann stehen bleiben. So, jetzt muss ich mir noch schauen, wo soll denn das geklemmt werden? Der meiste Druck durchs Klemmen ist entsprechend hier, soll über dieser Schirmung liegen. Das heißt, die Schirmung schiebe ich bis auf diese Höhe. Das heißt, hier muss ich bis auf den Leiter abschneiden und der Leiter muss bis knapp über diese Schraube drüber gehen. Das heißt, die Schraube ist hier in der Mitte. Das heißt, hier muss ich dann komplett
abschneiden. Das mache ich jetzt direkt mal. Ich schneide also hier komplett ab. Seitenschneider ist nicht gern gesehen im Antennenbau. Eigentlich lieber Kabelscheren, weil, wie man hier sehen kann, man tut sich das Dielektrikum zusammenquetschen. Spielt aber keine Rolle, weil ich dieses Stück hier jetzt eh wieder absetze. Ja, also kein Thema. So, und hier schneide ich jetzt im Prinzip nur das Dielektrikum weg. Folie weg, einmal drehen und zack und weg ist es. Hier wieder kontrollieren, dass kein Kontakt zwischen diesen Litzen und dem Innenleiter besteht. Das ist auch wieder so ein ganz häufiger Störfall. So, dann versuche ich das hier bestmöglich ins Loch einzufädeln. Moment, da muss ich mal schauen. Genau. Zack, bis auf Anschlag ranschieben. Also, dass diese Alufolie bis ran ans Gehäuse geht. Dann schraube ich zuerst, das wird auch oft falsch gemacht, den Innenleiter fest, um zu prüfen oder prüfen zu können, dass der auch wirklich sitzt. Das heißt, wenn ich hier jetzt leichten Zug drauf gebe, darf das nicht rausgezogen werden. Dann kann ich mir hier meinen Deckel drauf machen und den schraube ich eben auch satt fest und der drückt dann eben ideal auf mein Schirmungsgeflecht drauf. Natürlich nicht schrauben, bis das Wasser kommt. Das Kabel sollte nicht deformiert werden, sondern das sollte hier satt eben draufklemmen. Und dann passiert hier entsprechend nichts mehr. Ich habe einen sauberen Kontakt zwischen dem zwischen der Schirmung und dem Gehäuse. Und ich habe einen sauberen Kontakt zwischen dieser Innenleiterschraube und oder Innenleiterklemme und dem Innenleiter. Genau. Ja, geht jetzt hier natürlich entsprechend noch ein kleines bisschen einfacher. In der Hohlwanddose macht sich das dann schwerer. Im Prinzip haben wir in den Hohlwanddosen, jetzt habe ich natürlich wieder keine bereitgelegt. Ich gucke mal, ob ich noch eine habe. Moment, 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 Moment. Geh raus. Genau. Also nehmen wir mal an, wir haben so eine Hohlwanddose. Die Schrauben hier, die gucken entsprechend etwas raus. Ich hätte hier noch eine Wand vorbereiten sollen, die ich erstmal aufbauen muss und spachteln. So, jetzt nehmen wir an, die Leitung, die kommt ja nicht von vorne. Ja, kommst du her? Ich schneide hier mal ab. Zack. Die Leitung kommt ja für gewöhnlich von hinten. Und da haben wir also nicht, also wenn man eine hohle Wand hat, kann man natürlich das entsprechend weit reinschieben, dass das hier als Bogen einmal rumgeht. Man sollte da eben aufpassen, dass es nicht knickt. Andere Variante, die wir gern gemacht haben, wenn jetzt die Leitung irgendwie mit eingeputzt war und man konnte die eben nicht irgendwie reinschieben, auch das gibt es ja diesen Fall, dann haben wir die so im Kreis gelegt. Also wir haben die schon von Haus aus so lang gelassen, dass wir hier einmal so ein Kringel, so ein Schweineschwänzchen biegen konnten. Ja, jetzt stören mich natürlich diese Klemmen. Die brauche ich jetzt hier nicht. Ja, wieder schlecht vorbereitet, Matthias. Genau, die schraube ich ab. Zack und weg. Die fehlen mir dann beim nächsten Mal bestimmt. Ja. So, weg damit. Und hier habe ich im Prinzip die dann immer so reingedreht und man sieht jetzt hier unten, dass das in einem schönen Bogen hier reingeht. Ja. So, dann wird die Dose festgeschraubt. Gab es nie Probleme. Ja, also so sitzt die dann perfekt. Dann kommt noch der Deckel drauf und dann ist diese Dose auch schon fertig installiert. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Beziehungsweise noch schöner wäre, ihr lasst ein Abo da, aber man kann sich viel wünschen, man kann nicht alles haben. Und ja, empfehlt das Video weiter, wenn ihr jemanden kennt, der vielleicht Dosen montieren muss. Diese Alternativen oder diese alternative Montage kann ich euch nur empfehlen, hat störungsfrei immer funktioniert. Man muss es halt nur gewissenhaft machen und entsprechend aufpassen, dass man hier keinen Kurzschluss macht zwischen diesem Schirmungsgeflecht und dem Innenleiter. Gut, tschüss und bis bald.